Das ist natürlich ein faszinierendes Gefühl. Es ist definitiv beeindruckend. Begeisterung, andächtiges Staunen dann teilweise. Man taucht sehr in diese virtuelle Welt rein. Man nimmt die Ausmaße der Räumlichkeiten wahr und bekommt wirklich einen guten Eindruck über die Dimensionen dieser Anlage. Wenn wir Ausschreibungen haben, haben wir so die Möglichkeit, in der Präsentation dem Kunden die Lagerhalle zu zeigen, bevor überhaupt der Grundstein gelegt ist. Virtual Reality bei der Schenker Deutschland AG setzen wir insbesondere in zwei Bereichen ein. Der erste Bereich ist der Bereich Vertrieb. Hier konzipieren wir Lagerstandorte in 3D. Und der Kunde hat dann die Möglichkeit, mittels der VR-Brille seinen Lagerstandort bereits zu erkunden. Das schafft unglaubliche Transparenz und natürlich dann auch Vertrauen in die Lösung. Der zweite Bereich, den nennen wir Serious Gaming. Hier arbeiten wir sehr intensiv mit dem Fraunhofer Institut in Dortmund zusammen. Es handelt sich hierbei um Mitarbeitertrainings. Das heißt, in Implementierungsphasen von Logistikprojekten haben wir die Möglichkeit, Mitarbeiter bereits virtuell an ihre Umgebung zu gewöhnen und sie auch gewisse Bewegungsabläufe schon einstudieren zu lassen. Der Mitarbeiter hat somit die Möglichkeit, leichter einen Transfer von der virtuellen Umgebung in die Realität hinzubekommen. Wir wollen einfach mit diesem Spiel die Möglichkeit haben, die Mitarbeiter mit der Umgebung und den Arbeitsprozessen vertraut zu machen. Überall, wo Schulungsbedarf ist, lässt sich das in die virtuelle Welt transferieren. Auf unserer Brille ist nochmal eine Kamera, die zusätzlich die Hände aufnimmt. Das nennt sich Leap Motion und dadurch können die Hände dann auch virtuell in das Spiel eingefügt werden. Den Packprozess, den man dann sieht, der ist wirklich dafür da, um irgendwann dann Leute zu schulen und denen dann einen Eindruck zu geben, was sie dann tun müssen in der Lagerhalle. Im Vergleich zu einer Videopräsentation ist es natürlich wesentlich einprägsamer für die Mitarbeiter. Jeder Kunde ist davon natürlich erstmal beeindruckt.